Hi Leute, ich bin der Sam und das ist Halo Spartan Assault. Ich mache ein Let's Play dazu und das ist jetzt gerade der erste Teil. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß dabei. So, beginnen wir einfach mal das gute Stück und wir fangen mal hier natürlich im ersten Kapitel an, wie es sich natürlich auch für den ersten Teil des Let's Plays gehört. Und dazu schauen wir uns zuerst einmal dieses kleine Intro-Video an. Viel Spaß, wir hören uns gleich. Ladeaufzeichnung der Schlacht um Dreyfus 5. Eine Splittergruppe der Allianz brach den Waffenstillstand von 2552 und griff UNSC-Truppen an. Nachdem die Kämpfe schließlich beendet waren, nun, es ging weder für das UNSC noch für die Allianz gut aus. Die Spartans Davis und Palmer waren auf dem Mond von Dreyfus 5 stationiert, als der Angriff begann. Sehen wir uns an, wie sie die ersten Wellen erfolgreich abwehrten. Okay, das wäre schon mal ziemlich geil. Also, ja, sehen wir uns mal an, wie die ersten Wellen erfolgreich abwerten. So, A1. Der nördliche Kontinent von X50, dem Mond von Dretus 5, war mit eisbedeckten Kratern übersät. Das UNSC hatte hier zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt. Trotz der üblichen Sicherheitsmaßnahmen war niemand auf das Auftauchen einer riesigen Flotte von Alien Spirits über dem Mond vorbereitet. Dies war ein eindeutiger Verstoß gegen den Menschen-Allianz-Vertrag von 2552. Spartan Davis wurde zur Ausgrabungsstätte CF-32 geschickt, um das dortige Sicherheitsteam zu unterstützen, das von dem Überraschungsangriff überrannt zu werden drohte. Davis konnte den Angriff abwehren und begab sich daraufhin zur Einrichtung Alpha, um diese zu sichern. Er war überzeugt, dass diese war das wahre Ziel der Invasoren darstellte. So. Okay, wir haben hier die Waffenkammer, wo wir eine Primärwaffe und Sekundärwaffe zur Verfügung haben. Die können wir natürlich auch für diese Mission gegen eine andere wechseln. Da unten links steht die XP, da können wir halt andere Waffen kaufen. Ob sich das jetzt für die allererste Mission wirklich lohnt, sei dahingestellt, ich sag mal nein. Hier kann man die Schädel einstellen, das sind so quasi Perks, die man nur zusätzlich einstellen kann, um das Spiel schwieriger zu machen. Zum Beispiel, Gegner stellen eine größere Herausforderung dar, wichtige HUD-Elemente werden ausgeblendet, Schilde laden nur bei Nahkampftreffern gegen Feinde wieder auf, etc. etc. Hier haben wir die Panzerungsfähigkeit. Hier haben wir gerade Regenerationsfeld, das ist ein grün leuchtendes Feld, wo man dann halt wieder ein Schild aufgeladen bekommt, steht hier auch. Dass die Gesundheits- und Schildregeneration beschleunigt, aktiv für 8 Sekunden, Cooldown 5 Sekunden. Außerdem können wir hier auch noch andere Sachen, Sucherdrohne, Superschild oder Autogeschütz kaufen. Aber da das halt nicht dauerhaft ist, erste Mission lohnt sich noch nicht so sehr. Hier ist der Booster, Punktebooster, Schadensbooster, Schildbooster. Ja, kann man machen, aber jetzt noch nicht. So, wir sind bereit, wir haben die Magnum, wir haben das Gewehr. Läuft. Ja, erstmal hier die Granaten einsammeln. Dann nochmal ein wenig Munition. Und, oh, die landen mitten unter uns, wenn man so möchte. Okay. Was direkt auffällt, Halo heißt, Spartan Assault heißt nicht nur Halo wegen den Spartans, sondern auch die Feinde sind original die aus den ersten drei Teilen. Die Allianz. Hier haben wir die kleinen Grunts, die sehr lustig sind mit ihren typischen Waffen, die man auch aufheben kann. Und serientypisch stellen sie natürlich keine wirkliche Gefahr dar. Ah, die aber schon umso mehr, die Eliten. Ah, den habe ich direkt geplättet. Aber die sind bei weitem schwieriger zu killen, da sie auch noch ein Schild besitzen, den man zuerst abknallen muss. Und dann kann man erst quasi ihnen wirklich Schaden zu fügen. So. Ja, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Und ich hätte von links nach rechts. Ah, da kommt noch einer. Wow. Natürlich gibt es auch hier Nahkampfangriffe. Zack. Zwei, jawohl. Zwei Schläge und das war's für den. Hier. Bam. Erledigt, mein Freund. Und der braucht mich schon gar nicht mehr viel zu machen. Meine Kumpels haben den erledigt und das war schon das erste Level. Mission erfolgreich. Hier haben wir noch eine Zusammenfassung. Silber, Bronze, Silber und Gold kann man hier erreichen. Und tatsächlich Gold ist es geworden. Super. Hier habe ich noch einige
Zusatzpunkte, doppelter Abschuss, 2 Feinde innerhalb von 4 Sekunden voneinander töten, 3 Feinde, 4 Feinde, 5 Feinde, Gemetzel, Kilimanjaro, Killkatastrophe, Killastrophe, Apokalypse. Ja, auf jeden Fall sehr lustig und Gold geschafft. Jetzt das zweite Level. Die endlosen Eisflächen von X50, die Mirror Flats, wurden von 2 emporragenden Eisklippen flankiert. Nachdem die Allianz ihre Haupt-Brass-Bataillon, die Alpha-Einrichtung, angreifen ließ, setzte sie mit Hilfe von Phantoms an der östlichen Klippenwand zügig Artillerie zur Unterstützung ab. Solange diese Artillerie einsatzbereit war, wäre eine Gegenoffensive der UNSC blanker Selbstmord gewesen. Einrichtung Alpha wurde daher zu einem leichten Ziel. Spartan Palmer und eine Abteilung Marines wurden beauftragt, diese Position der Allianz zu infiltrieren und die Plasma-Artillerie zu zerstören. Die Navigation durch die labyrinthartigen Spalten der Mirror Mental Ridge wäre eine unlösbare Aufgabe für die meisten Soldaten gewesen. Doch Palmer konnte das Terrain zu ihrem Vorteil nutzen und die Artillerieeinheiten überraschen. Ihr Sieg war entscheidend, um Einrichtung Alpha eine Überlebenschance zu ermöglichen. Ja. Jetzt sind wir wieder in der Waffenkammer. Noch nichts geändert. Wir sind bereit. Die Waffen sind gut. Wir sind abgesetzt worden. Und schon können wir loslegen. Hier unten gibt es nichts. Und ich sehe schon auf dem Radar oben rechts den ersten roten Punkt. Jawohl. So. Das sind kleine Schilde, hinter die sich die Feinde gerne verstecken. Aber die kann man auch abballern. Besonders mit solchen Großkalibern wie hier. Die Geschütztürme. Ja, die kann ich natürlich auch bemannen. Sind eigentlich die vom Feind, aber man kann sich auch ganz den Feind auch ganz elegant hier herunter befördern und sich selbst, wie ihr gerade sehen könnt, hinter das Geschütz klemmen. Yeah, awesome. Komm schon, 1 Millimeter weiter. Oh, fast habe ich den erwischt. Komm schon. Und mit den Geschütztürmen kann man auch diese komischen Schilde hier erledigen. Die wachsen sozusagen wieder nach oder werden wieder auf jeden Fall neu erzeugt nach, sagen wir mal, ein paar Sekunden. Ah! Scheiße, der erste hätte sitzen müssen. Nun gut. Dann machen wir es halt zu Fuß. Was wir auch neben den Waffen haben, Granaten. Erledigt, super. So, hier geht's weiter. Hier habe ich ja zum einen das Maschinengewehr und ich kann auch die Pistole wechseln. Ja. Im Original Halo konnte man mit der Pistole noch zoomen. Hier natürlich logischerweise nicht, aber sie ist immer noch sehr wirkungsvoll. Ja. Ah, hier haben wir eins von den 3 Geschützen, die wir killen müssen. Rennstabgeschütze. Erledigt. So muss das sein. Hier kann ich noch meine Special-Fähigkeit wechseln. Einen Doppelgänger erzeugen. Nee, aber ich bleibe lieber bei dem, was ich aktuell habe. Und zwar dem Heilungsschild. Ah, oh, hier. Den schmeiße ich einfach runter. Der ist direkt tot. Und dann kann ich das Geschützturm bemannen. Was ich auch gemacht habe, aber naja. Kein Feind mehr da. So. Dann gehen wir einfach noch weiter. Zack. Ja. Klasse gemacht. Sehr gut. Und hier noch eine von den Kleinen. Da eine Granate. Jawohl, erwischt. Wow, das war knapp. Als er gemerkt hat, dass die Granate offen gelandet ist, hat er versucht, mich auch noch mitzunehmen. Das war keine schlechte Aktion von ihm, aber zu spät. Jawohl. Oh, die verstecken sich noch hier hinter. Ah, verdammt. Lieber schnell weg hier. Schieß einfach mal hier diese. Genau. Löse einfach mal eine Kettenreaktion aus, indem ich diese komischen Plasma-Generatoren abballer. So. Und damit habe ich auch das dritte Teil kaputt gemacht. Jetzt erreichen sie den Abzugspunkt. Gut. Mach mal. So gut wie erledigt. Ah, unten rechts auf dem Radar sehe ich noch ein paar rote Punkte. Wenn man noch ein paar Bonuspunkte sammeln will, kann man hier und da noch, ne, den einen oder anderen Feind plätten. Ah, da kommt noch einer. Da kommt noch einer, jawohl. So. Jetzt schauen wir es nochmal kurz hier um.
Ist die Luft auch rein? Die Luft ist rein. Alles klar. Und Level 2 geschafft. Das ging auch noch ganz schnell. Jetzt gerade im ersten Akt, in den ersten Leveln sind natürlich die ganzen Szenen, die ganzen Szenerien nicht ganz so lang gestaltet. Nur Silber diesmal. Die Forschungseinrichtung Alpha des UNSC wurde am Fuß eines kürzlich entdeckten alten Blutsweter-Bauwerks errichtet. Als offensichtlich wurde, dass es die Allianz auf eben dieses abgesehen hatte, befürchtete die UNSC-Führung, dass Einrichtung Alpha erobert werden würde. Die Allianz war stark vom Einsatz ihrer Landungsschiffe abhängig. Spartan Davis erkannte, dass seine gebündelte Flugabwehr großen Schaden anrichten könnte und begann westlich der Einrichtung am Glacial Perch eine Luftverteidigung zu errichten. Die Allianz war sich jedoch der Notwendigkeit bewusst, diesen Bereich zu sichern, und als Davis am Glacial Perch ankam, wimmelte es dort von Grunts und Eliten. Ja, Prost Mahlzeit. Immer noch die gleiche Bewaffnung, aber Sprint als Panzerungsfähigkeit, okay. Ja, Prost. Ja, jetzt, das wird abgehen. Eine Begleitmission. Ich gehe einfach mal ein Stück vor und erledige alles, was so auf dem Weg zum Ziel lauert. Damit kann man einfach nichts verkehrt. So. Hopp. Und eine Granate. Er hat ihn förmlich aus dem Hocker gehauen. Alles klar. So. Nee, so leicht geht's nicht, Freunde der Sonne. Ah, hier haben wir noch ein paar Feinde. Hier noch ein Eliten. Hier noch ein paar Grunts. Jawohl. Jawoll. Sehr gut. Gehen wir mal kurz hier runter. Dürfte eigentlich im Grunde. Da sind noch zwei. Jawoll. Und. Ah! Unten ist noch einer. Jawoll, ich sehe ihn. Auf dem Radar. Okay. Das geht natürlich auch. Die wurden halt einfach von dem Panzer überfahren. Das. So geht es natürlich auch. Kann man machen. So. Ah, oh, da kommen immer mehr. Ganz egal, ganz egal. Da machen wir sie einfach platt. Was soll's. Ich habe gerade Zeit. Ich bin gerade in der Gegend, also schieß ich mal drauf, wa? Ja, sehr gut. Alles klar. So, hier können wir auch schon im Zielgebiet sehr nahe. Ja, das glaube ich euch, aber ich möchte erstmal das, was vor uns liegt hier, klären. So, und jetzt ab nach hinten. So, sehr gut, hervorragend. Erster. Und mit einem Nahkampfangriff habe ich den Eliten ausgelöscht. Oh, die eigenen Männer werden natürlich auch mal gerne überfahren. Aber stehen direkt wieder auf. Das macht nichts. Ja, war nur ein Kratzer. Fleischwunde. Läuft, läuft. Alles klar. Dieser kleine Kerl hat wirklich Mut gehabt, ja. Ich habe alles auf meinem Weg gekillt. Ich habe alles vernichtet. Aber der kleine Kerl, anstatt sich zu verstecken, anstatt wegzulaufen, schießt er einfach so drauf. Obwohl er keine Unterstützung hat, obwohl er keine Hoffnung hat. Aber er war der festen Glauben, er schafft es. Die habe ich auch geplättet und das war's. Silber und fast, aber trotzdem sehr gut. Mission 4. Obwohl die UNSC-Truppen, Allianz-Truppen, die
Nochmal, obwohl die UNSC-Truppen die Allianztruppen erfolgreich verlangsamen konnten, waren sie zahlenmäßig immer noch zu stark unterlegen, um sie endgültig aufzuhalten. Ein steter Strom an Infanterie, RAS und Luftunterstützung bewegte sich weiter in Richtung von Forschungseinrichtung Alpha. Da sie eine Rückkehr zur Haupteinrichtung für sinnlos erachtete, bahnte sich Spartan Palmer einen Weg durch die Invasoren und versuchte, einen der nördlichen Außenposten zu erreichen. Sie plante, die Luftunterstützung der Allianz zu zerstören und damit der UNSC Hornets eine Landemöglichkeit nahe der Außenposten zu ermöglichen. Ihr letztendliches Ziel bestand jedoch darin, von X-50 zu entkommen und Dretus V vor dem Angriff der Allianz zu warnen. Jawoll. Also, Primärwaffe, Plasma-Repetier, Sekundärwaffe, Sturmgewehr und Sprintfähigkeit. Alles klar. Kann ja nur schief gehen. Ah, ja, mein Panzer. Den bemannen wir natürlich und zerstören Sie das Brass-Wag. Habe ich. Zerstören Sie Luftabwehr-Brass. Mache ich. So. Ja. Eine wirkungsvolle Waffe, die Kanone. Hier haben wir noch einen Eliten, aber der hat keine Chance. Hier haben wir die Schilde, von denen ich gesprochen habe. Hier habe ich gerade eins zerstört, aber nach kurzer Zeit taucht sie wieder auf. Da. So. Da kommt schwer gepanzerte Einheit auf uns zu. Das stimmt. Und Nummer 1 ist erledigt. Ah, da haben wir ja einen Brass-Panzer. Ein interessantes Duell, wow. So. Und weiter geht's. Ich pflüge mit dem Panzer. Mit dem Panzer förmlich hier durch die Reihen der Feinde. Jawohl, und Nummer 2. Und hier noch den Elitenplätten. Jawohl. Ein Duell mit diesem Panzer. Wow, wow. Ah, sehr schön. Hier noch ein paar Schüsse sitzen. Da kommen schwer gepanzerte Einheiten auf uns zu. Und das Level ist, glaube ich, fast geschafft. Wow, ich bin fast erledigt, aber auch nur fast. So. Das letzte Missionsziel ist, das Teil zu killen. Jawohl, erreichen Sie die andere Seite des Tals. Das kann ich gerne machen, jawohl. Oh, 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 oh. Ein Spartan in einem Panzer, der förmlich alles niedermäht, aber diese beiden glauben dran. Sie schaffen ihn. Sie können den Spartan killen, jawohl. Kein Kommentar. Und. Jawohl. Ja, die haben mehr Verstand als ihre Kollegen. Die versuchen wenigstens wegzulaufen. Jawohl. So, und das war's für dieses Level. Sehr gut. Mission erfolgreich. 76.000 Punkte. Schauen wir mal, was das gibt. Bronze nur. Und ein paar Bonuspunkte. Ah, Silber, alles klar. Okay, letzte Mission im ersten Akt. Weniger als eine Stunde nach ihrer Ankunft auf X-50 hatte die Allianz den Mond bereits eingenommen. Aber trotz der heftigen Kämpfe auf X-50 ahnte die UNSC-Basis auf Dretus V noch nichts. Dies lag an der speziellen Magnetresonanz des Planeten, die jede außerplanetarische Kommunikation teilweise völlig unmöglich machte. Während Spartan Davis den Kampf auf X-50 fortführte, setzte Spartan Palmer ihren Plan in die Tat um und machte sich auf den Weg nach Dretus V, um die Kolonie vor dem bevorstehenden Angriff zu warnen. Palmer befahl den Marines in ihrer Nähe zum Hornet-Landebereich zurückzufallen. Nur 6 von ihnen schafften es. Sie waren aber in der Lage, eine Überzahl an Allianztruppen zurückzuhalten, bis Palmer endlich fliehen konnte. Na dann, diesmal das Schrotgewehr, die Magnum, wieder die Sprintfähigkeit und kein Boost, genau. Der Feind bewegt sich. Überleben Sie, bis die Hornet eintrifft. Ja, das kann man durchaus machen.
Ich tausche mal hier die Sprintfähigkeit gegen das Schutzschild. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen besser für die Situation geeignet. Und wenn man mal hier eben den Geschützturm. Ja. Ja. Jawohl. Langsam aber sicher kommen Feinde an. Und können sie mal so Stück für Stück plätten. Ja. Da hinten war noch einer. Aber jetzt kann ich mich wieder dem Geschehen hier vorne widmen und schon wieder kommt von dort hinten einer. Leute, ich habe hier zu tun, okay? So. Und noch mehr. Das glaube ich dir. Oh nein, Granate! Zum Glück nicht viel passiert. So. Hm, da kommt noch einer. Den mache ich noch platt. Okay. Jetzt drehe ich mal eine große Runde. Einmal hier, um zu schauen. Wo sind Feinde? Ich brauche auch nicht lange zu schauen, weil direkt habe ich schon welche gefunden. So. Oh, ein Elite-Kämpfer, aber... Haha, ja, das ist cool. Jawohl, ich liebe dieses Schild. Es lädt meine Energie wieder auf. Gleichzeitig kann der Feind mich nicht erwischen. Aber ich ihn. Super. Oh. Alles klar. Nur noch 4 Schüsse für das Schrotgewehr. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Aber zuerst diesen Elitenplätten. Oben rechts liegt ein wenig Munition für das Schrotgewehr. Das will ich mir einfach mal schnappen. Dann mache ich mich mal jetzt auf die Socken. Sammel die Granate noch ein. So, und helfe natürlich meinen Leuten. Ja, diesen Eliten auch noch mitgenommen. Und zack. So. Schrotgewehr-Munition habe ich eingesammelt. Schnell weg. Ja, zu spät. Die Granate hat mich erwischt. Aber zum Glück, oder Glück im Unglück, nur den Geschützturm. Energie abgezogen. Okay, hier versteckt sich noch einer. Den kann man auch durchaus mal töten. Alles klar. Dann nehme ich Munition. Nein. Sondern das Maschinengewehr. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Und weiter geht's. Oh. Die Hornets treffen ein. Die Hornets treffen ein. Nichts wie hin. Nichts. Steigen Sie in das Hornet. 20 Sekunden. Jawohl. Sehr gut. Das ging flott. Wie der gesamte erste Akt und Mission erfolgreich. 86.000 Punkte, fast 87.000. Ich glaube, das reicht für Silber. Jawohl. Und das war's. Ja, liebe Leute, das war der erste Akt von Halo Spartan Assault. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte liked uns auf Facebook, abonniert uns auf YouTube und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich den zweiten Akt spiele. Bis dann. Ciao.